Die heutige Geschichte von dem jungen Mann, der so voll Vertrauen zu Jesus kommt, ist eine, die sehr viele kennen. Und vor allem diesen Satz: Wenn du mir nachfolgen willst, geh und verkaufe alles. Oder geh, verkaufe alles und dann folge mir nach. Und ich glaube, also ich bin davon fest überzeugt, dass dieses Evangelium meistens falsch gelesen wird. Weil, stell dir vor, wie dieser junge Mann da zu Jesus kommt und sagt ihm: Naja, was soll ich machen, um das ewige Leben zu erreichen? Ich befolge alle Gebote. Reicht das? Und Jesus sagt zu ihm nicht, dass es nicht ausreicht, sondern: Geh, verkaufe, was du hast, und dann komm wieder. Und im Evangelium steht, dass dieser Mann irgendwie traurig geworden ist. Betrübt war er, weil er viel besaß. Und dieses Betrübtsein ist fast wie eine Überschrift über dieses Evangelium. Dass dieser Mann traurig ist, obwohl er sich so sehr bemüht, Jesus nach, also Gott zu gehorchen. Er lernt Jesus jetzt kennen und möchte ihm sein Leben hingeben, kann es aber nicht, weil er so viel besitzt. Und Jesus legt noch eins drauf, als der Mann weg ist, und sagt zu seinen Jüngern: Für einen Reichen ist es gar nicht so einfach, in das Reich Gottes hineinzukommen. Der Besitz bindet das Herz und macht es unfrei, sodass man sich Gott nicht hingeben kann. Und dann gibt es noch ein kurzes Gespräch mit Petrus. Aber was mir wichtig ist, also hinzuschauen, worum es hier wirklich geht. Weil ich glaube, dass sehr viele sich selber als dieser junge Mann sehen, also sich in ihn hineinversetzen können. Wie viel Mühen man auf sich nimmt, um das Gesetz Gottes zu erfüllen. Er sitzt ja da am Sonntag, am Vormittag, man könnte auch anderes machen, auf der Terrasse, wenn jemand eine hat, einfach sitzen oder im Liegestuhl bleiben bis Mittag mit einem Kaffee, mit einem guten Buch oder im Fernsehen was zu schauen oder sonst was zu tun, spazieren gehen oder einfach schlafen. Ihr seid da. Ich will nicht sagen, dass es eine super große Anstrengung ist, aber es ist schon ein Opfer. Wenn vielleicht nicht für alle. Es gibt Leute, die Frühaufsteher sind, denen fällt es einfacher, ist kein großes Opfer. Aber ihr seid da, ihr nehmt vieles auf euch. Und ich wette, dass jeder von euch, ich habe es auch, das Gefühl haben, dass es nicht ausreicht, dass es zu wenig ist. Weil wenn man sich die Gebote anschaut, so keiner von uns erfüllt sie voll. Und wenn man dieses Evangelium liest, Jesus sagt ihm die Gebote auf und der junge Mann sagt: Ich befolge alle diese Gebote seit meiner Kindheit. Er ist einer, der es erfüllt, und trotzdem hat er auch dasselbe Gefühl, dass es zu wenig ist. Was macht Jesus? Was macht er? Als er diese schon sich anbahnende Traurigkeit dieses jungen Mannes sieht, steht es im Evangelium: Da sah ihn Jesus an, und weil er ihn liebte, sagte er ihm noch was. Was Jesus tut, er schaut ihn mit Liebe an. Sein Leben. Und sagt ihm: Naja, wenn die Gebote für dich schon keine Herausforderung sind, da hast du noch eine. Geh, verkaufe alles und folge mir dann nach. Aber Jesus sagt ihm nicht: Das ist zu wenig, was du machst.
sondern er sieht wirklich, für diesen jungen Menschen ist es keine Herausforderung mehr, diese Gebote zu befolgen. Und es geht nicht darum, jetzt irgendwann seine Leistung vor Gott zu bringen, ihm etwas zu beweisen, wie toll ich sein kann, sondern die Nachfolge besteht darin, dass wir wachsen. Und wachsen kannst du nur, wenn du immer eine Herausforderung vor dir hast. Und ich glaube, das, was Jesus hier tut, ist ganz wesentlich. Das klingt sehr unspektakulär, aber das ist der Kern dieses Evangeliums für mich. Nicht ohne Grund versuchen es auch sehr viele Bischöfe so zu machen, versucht es auch der Papst. Nicht so sehr auf die Vorschriften zu pochen, die kennt eh jeder, der sie kennen will. Und jeder weiß, die sollen befolgt werden. Und wenn sie nicht werden, ist es nicht gut. Darüber braucht man nicht diskutieren. Was uns heutzutage fehlt, ich bin davon auch fest überzeugt, ich wiederhole dieses fest überzeugt heute ziemlich oft, aber das ist wirklich in meinem Herzen, dass den meisten von uns dieser liebende Blick Jesu fehlt. Nicht, weil er uns nicht lieb anblicken würde. Das tut er. Aber weil eigentlich keiner von uns das glauben kann oder will. Oder die meisten. Und dann werden wir, wie Paulus es woanders schreibt, zu Knechten des Gesetzes. Wir werden Sklaven des Gesetzes. Wir versklaven uns selber und andere, was noch schlimmer ist. Weil dieses Selbstmitleid manchmal so groß in uns ist. Ja, wie arm ich bin, ich kann ja nicht alle Gesetze befolgen. Und das ist, die anderen sind noch schlimmer, weil sie noch weniger befolgen und so weiter und so fort. Es geht so sehr oft. Das merke ich auch in mir, dass diese Unzufriedenheit in der Nachfolge groß ist. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt ein paar Tage in Rom war bei der Bischofssynode zu Thema Jugend. Ich bin auch sehr froh, dass ich mit jungen Menschen viel unterwegs bin. Mit jungen Menschen, die diesen Blick Jesu einfangen. Wenn man älter wird, also ich bin zwar nicht besonders alt, also 38 bin ich gerade geworden, es ist nicht so beeindruckend, aber jung bin ich auch nicht mehr, also nicht jugendlich. Und ich merke, dass mit dem Alter ist es immer schwieriger, diesen Blick einzufangen. Und dass der Papst die Bischöfe darum bittet, dass sie ihn zum Thema Jugend beraten, ist eine vielleicht ein bisschen unterschwellige, aber doch Erkenntnis der Kirche. Dass wir in der Kirche vor allem lernen müssen, von der jüngeren Generation zu lernen. Das bedeutet nicht, dass deine Erfahrungen keine Bedeutung für die Kirche haben. Die Weisheit ist etwas sehr Wichtiges. Aber wenn ich junge Menschen sehe, die dazu bereit sind, ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr ihres Lebens hinzugeben, sich zu verschulden, um in die Schule Jesu zu gehen, um eine gute Lehre in der Bibel zu erhalten, ihre Zeit dafür opfern, ihr Geld, sehr viel manchmal, da frage ich mich, was mit mir nicht stimmt. Dass ich das nicht kann, dass ich das nicht will. Und der Grund dafür ist, dass ich diesen liebenden Blick Jesu nicht tagtäglich einfangen versuche. Und junge Menschen haben so einen Sensus dafür, irgendwie so, sind sehr sensibel darauf, wie man sie anblickt. Du kannst bei einem 16-jährigen Mädchen mit einem Blick die ganze Welt zerstören, wenn du willst. Das geht ganz einfach. Oder sie aufblühen lassen. Geht auch ganz einfach. Und das ist nicht so sehr die emotionale Instabilität, sondern
ein sehr sensibler Blick dafür, eben was Jesus hier anbietet. Ich lade dich dazu deswegen ein. Versuch nicht so sehr zu überlegen, was du noch machen musst, um in das Reich Gottes zu kommen. Jesus sagt es Petrus dann im zweiten Teil ziemlich, also klar, also Petrus erkennt es auch, für Menschen ist es unmöglich. Ich kann es nicht machen. Und Jesus sagt, ja, für Menschen ist es unmöglich, aber Gott macht es möglich. Also zerbrich dir vielleicht heute nicht so sehr den Kopf, das kannst du am Montag wieder machen. Welche Gebote du erfüllst und welche nicht. Das Sonntagsgebot hast du jetzt schon erfüllt, also bist auf dem besten Weg. Also zerbrich dir heute nicht den Kopf darüber, sondern versuche, diesen liebenden Blick Jesu einzufangen. Und lass dich davon berühren. Wende deinen Blick von ihm nicht ab. Weil das kann dein Leben wirklich verändern. Und wenn du es nicht kannst, dann frag die, die noch keine 20 Jahre alt sind. Die wissen, wie es geht. Wirklich. Du musst dich nicht dafür schämen, dass du es verloren hast, diesen Sinn für diesen Blick Jesu. Schämen müssen wir uns, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Also heute die beste Möglichkeit dafür, mit diesem Evangelium in den Tag zu gehen und Jesus einzuladen, dass er dir seine Liebe heute zeigt.